Am Ende eines jeden Vorstellungsgesprächs hast du die Möglichkeit, eigene Fragen an den Personaler zu stellen. Und das ist wirklich unglaublich wichtig, denn diese Fragen können entweder dazu führen, dass du ein Jobangebot bekommst oder leider eine Absage erhältst. Aus diesem Grund gebe ich dir heute 5 eigene Fragen mit, die du dem Personaler stellen kannst, um den perfekten Eindruck zu hinterlassen. Mein Name ist Silke Koppitz, ich bin Karriereberaterin und Personalmanagerin und weiß daher ganz genau, welche Fragen der Bewerber stellen muss, um bei uns Personalern richtig gut anzukommen. Also, zuerst einmal. Wenn du am Ende des Gesprächs gefragt wirst, ob du noch Fragen hast, dann solltest du unbedingt Fragen stellen. Es passiert leider viel zu häufig, dass die Bewerber dann einfach da sitzen und sagen, nee, im Moment habe ich keine Fragen. Damit wirkst du total unmotiviert und überhaupt nicht daran interessiert, den Job zu bekommen. Ich empfehle dir mindestens 2 Fragen. Heute gebe ich dir hier 5 Fragen mit, sodass du, selbst wenn schon 3 Fragen im Gespräch selbst geklärt werden, immer noch 2 Fragen hast, die du dann stellen kannst. Ich empfehle dir sogar, dir die Fragen im Vorfeld zu überlegen und auf einem Block Papier zu notieren. Und wenn dann am Ende im Vorstellungsgespräch der Satz kommt, haben Sie noch Fragen, dann kannst du den Block aus der Tasche ziehen und einfach loslegen. Damit wirkst du super vorbereitet und richtig interessiert. Ein absolutes No-Go ist aber jede Frage, die mit einem Blick auf die Webseite oder 2 Minuten googeln hätte beantwortet werden können. Das wirkt so, als wärst du nicht mal in der Lage, ein bisschen Recherche zu betreiben. Und das ist kein Eindruck, den du hinterlassen willst. Aber kommen wir jetzt zu den 5 Fragen, die du unbedingt stellen solltest. Erstens, wie würden Sie die Arbeitsatmosphäre hier im Unternehmen beschreiben? Diese Frage ist aus 2 Gründen unglaublich machtvoll. Zum einen ist die Antwort für dich extrem relevant, weil du herausfindest, ob der Job auch wirklich zu dir passt und ob du glücklich werden wirst. Und zum anderen dreht die Frage die Machtverhältnisse ein bisschen um. Auf einmal geht es darum, dass der Personaler dir die richtige Antwort gibt, damit du auch weiterhin Interesse an dem Job hast. Ihr beide schaut jetzt gemeinsam, ob du und das Unternehmen gut zueinander passen. Falls der Personaler eine sehr vage Antwort gibt wie die Arbeitsatmosphäre bei uns ist sehr gut, dann scheue dich nicht davor, Nachfragen zu stellen, bis du wirklich einen guten Eindruck davon bekommen hast, wie es im neuen Unternehmen zugeht. Unternehmen die Kollegen nach der Arbeit noch was miteinander oder sind alle einfach froh, wenn sie abends ihre Ruhe haben? Duzt der Chef seine Mitarbeiter oder geht es etwas förmlicher zu? Das sind Fragen, die extrem relevant sind, weil sie dafür sorgen können, dass du entweder extrem unglücklich wirst oder das Gefühl hast, dein zweites Zuhause gefunden zu haben. Deshalb ist es wirklich wichtig, dass du feststellst, ob die Kultur des Unternehmens auch zu deinen Wünschen passt. Zweitens, wie sieht Erfolg in der Position aus? Diese Frage ist zum einen wichtig, weil du so verstehst, worauf dein Manager den Fokus legt und was gemessen wird, um zu sehen, ob du in der Position erfolgreich bist. Das ist wichtig, damit du verstehst, ob das auch zu deinen Vorstellungen passt. Und zum anderen dreht die Frage den Fokus wieder in Richtung des Unternehmens. Hier kannst du schauen, welchen Wert du beitragen kannst, damit das Unternehmen erfolgreich ist. Und das ist ja im Endeffekt für den Personaler auch genau die Aufgabe, so jemanden einzustellen, der das Unternehmen wirklich erfolgreich macht. Dritte Frage, wie sieht meine Einarbeitung aus? Das ist wieder eine wirklich wichtige Frage, damit du feststellen kannst, ob der Job auch wirklich der richtige für dich ist. Nichts ist schlimmer, als irgendwo seinen ersten Arbeitstag zu haben und dann festzustellen, dass es irgendwie leider alle vergessen haben und erst noch hektisch einen Arbeitsplatz für dich einrichten müssen. Und zum anderen hat der Personaler jetzt das Bild im Kopf, was passiert, wenn du eingearbeitet wirst und damit automatisch unbewusst im Hinterkopf, dass du bereits eingestellt worden bist. Viertens, was denken Sie, ist der Grund dafür, dass das Unternehmen so erfolgreich ist? Einerseits positionierst du dich damit als wirklich interessierter Kandidat, der wissen will, was das Unternehmen erfolgreich macht, der sich schon mit dem Unternehmen beschäftigt hat und jetzt nochmal tiefer in die Details einsteigen will. Das macht dem Personaler natürlich Spaß, darüber zu reden, was sein Unternehmen erfolgreich macht und weshalb er so stolz darauf ist. Unterbewusst wird er dich so gleich viel sympathischer finden. Und zum anderen ist es für dich auch eine sehr relevante Antwort, denn selbst wenn du von dem Unternehmen eine Absage erhalten würdest, kann es ja auch sein, dass du irgendwo eine sehr ähnliche Position annimmst. Und generell kann es niemals schaden, herauszufinden, warum ein Unternehmen erfolgreich ist und warum nicht. Fünftens. Alle Fragen zum Unternehmen, zur Unternehmenskultur oder zu der genauen Stelle, die dich wirklich interessieren. Viel zu viele Bewerber nehmen häufig den erstbesten Job an, der ihnen geboten wird. Und klar, gerade wenn man erstmal Geld verdienen muss, ist das eine Strategie, die ich absolut verstehen kann. Aber ab einem gewissen Punkt in deiner Karriere ist es einfach Zeit, die Messlatte etwas höher zu legen. Und da musst du schauen, ob das Unternehmen gut zu dir und zu deinen Vorstellungen passt.
Du verbringst einen Großteil deiner Zeit im Unternehmen und du möchtest dich ja auch langfristig dort sehen und dich weiterentwickeln. Deshalb ist es wirklich wichtig, dass du von Anfang an schaust, passt ihr gut zusammen. Denn ansonsten sitzt du vielleicht in 6 Monaten wieder an genau der gleichen Stelle und musst Bewerbungen schreiben. Und ich kann verstehen, dass Bewerbungen und Vorstellungsgespräche führen wirklich nicht jedermanns Lieblingsaufgabe ist und dass es deshalb umso schwerer fällt, ein Jobangebot abzulehnen oder auch mal mit einer Absage vom Wunschunternehmen klarzukommen. Aber wo du arbeitest, hat einen riesigen Einfluss auf dich und auf dein ganzes Leben. Die Zufriedenheit oder die Unzufriedenheit, die du so generierst, hat einen kompletten Einfluss auf all deine zwischenmenschlichen Beziehungen und sogar auf deine Gesundheit. Deshalb, je mehr du über das Unternehmen wissen willst, desto mehr frage einfach. Wenn dir was unklar ist, frag nach. Entweder direkt sogar schon im Gespräch oder auf jeden Fall zum Ende. Je mehr du einschätzen kannst, ob das Unternehmen zu dir passt, desto besser. Und dem Personaler zeigst du damit, dass du wirklich motiviert bist und interessiert. Und genau so einen Mitarbeiter sucht man ja schließlich. Jemanden, der nach der Einarbeitungsphase, die ja erstmal Geld kostet, am Ende wirklich in der Firma bleiben will und langfristigen Nutzen bietet. Ja, und um all das abzuschließen, bevor du dem Personaler die Hand schüttelst und dich auf den Heimweg machst, ist es für dich unglaublich wichtig herauszufinden, wie die nächsten Schritte aussehen. Deshalb solltest du noch fragen, A, was sind die nächsten Schritte im Auswahlprozess und B, gibt es noch irgendwelche Informationen oder Unterlagen, die ich Ihnen geben kann, um die Entscheidungsfindung zu vereinfachen. Und eine Sache noch. Das heißt übrigens nicht, dass du alle Fragen, die ich dir hier präsentiert habe, auch 30 Minuten noch im Vorstellungsgespräch stellen musst. Aber ein paar Fragen davon zu übernehmen, kann wirklich wahre Wunder für beide Seiten bewirken. Wenn du noch Fragen hast, Kommentare oder Anmerkungen, dann schreib sie mir hier gerne unten in die Kommentare rein und abonniere meinen Kanal, um kein neues Video zu verpassen. Ich hoffe, du konntest für dich einiges mitnehmen und wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Deine Silke.